Jetzt der richtige Raum. Jetzt die richtige Deko. Und jetzt noch Make-up. Wir beginnen mit einer leeren Rolle Toilettenpapier und zwei etwas breiteren Papierstreifen. Die Papierstreifen werden zusammengerollt. Und in die Papprolle gesteckt. Jetzt benötigen wir einen Luftballon. Dieser stützt die Kopfpartie des Gespenstes. Wir brauchen noch Klarsichtfolie. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Die Folie schützt vor dem Festkleben. Für den nächsten Schritt verwenden wir Mullkompressen und Gips. Die Kompressen werden in den Gips getaucht. Die Mullkompresse kommt über das Gespenst. Und wir nehmen noch eine zweite Kompresse. Das Gewebe muss den Boden berühren. Das wird die Standfläche. Und jetzt muss es trocknen. So, jetzt sind unsere Gespenster getrocknet. Und es fehlen nur noch die Augen. Hier sind sie aus schwarzem Buntpapier. Am Ende nur noch vorsichtig mit einer Nadel den Luftballon zum Zerplatzen bringen. Und schon kann man den Inhalt nach draußen ziehen. Für die Halloween-Party brauche ich natürlich noch das passende Make-up. Und für das Make-up bin ich zuständig. Wir fangen damit an, die Taschentücher in die einzelnen Lagen zu unterteilen und dann in Fetzen zu reißen. Anschließend gießen wir die Latexmilch in ein Gefäß. Als nächstes nehmen wir einen Schwamm und unsere zerrissenen Taschentücher, die wir ein bisschen knüllen, damit die Struktur auf der Haut später zu sehen ist ein wenig. Machen wir die erste Schicht auf die Haut, um nachher darauf die Taschentücher zu kleben.
So, und das sollte jetzt trocknen, bis die Latexmilch durchsichtig ist. Als nächstes benutzt ihr einen spitzen, aber trotzdem stumpfen Gegenstand und macht ein kleines Loch in die Wunde, da wo es dicker ist. Und löst die Haut vom Latex. Dann benutzt ihr vorsichtig eine Schere und schneidet das abgelöste Latex auf. Um das zu fixieren, bedecken wir es nochmal mit einer Schicht Latex. Für den nächsten Schritt benötigen wir Make-up und Schwämmchen. Und als nächstes benutzen wir einen kleinen Pinsel und schwarze Schminkfarbe, damit wir die Narbe etwas tiefer wirken lassen. Als nächstes pudern wir das ab, damit es alles da bleibt, wo es ist. Zum nächsten Schritt benutzen wir nochmal den kleinen Pinsel, ein Schwämmchen und Kunstblut, um die Wunde echter wirken zu lassen. Bei dem Kunstblut müsst ihr aufpassen, welches ihr benutzt, da manches sehr flüssig ist. Um die Wunde jetzt noch etwas gruseliger zu machen, kann man sie noch zunähen. Dafür benötigt man Nadel und Faden. Und man sticht von unten. Vorsichtig natürlich. Auf die andere Seite. Und das wiederholt man, bis man oben angekommen ist. Jetzt könnte man auch die Nadel noch drin stecken lassen, aber da es mir nicht gefällt, nehme ich ihn raus und schneide ihn gleich ab. Und das kann man jetzt noch mit Kunstblut ein wenig verfeinern. Und schon habt ihr eine zugenähte Wunde. Jetzt machen wir noch ein paar Cocktails. Dazu brauchen wir Früchte, eine Orange und eine Zitrone. Diese schneiden wir in Scheiben. Die Früchte geben wir in eine Schüssel. Und nun kommen die Getränke dazu. Orangensaft. Ananassaft. Zum Schluss kommt noch blaue Farbe. Lebensmittelfarbe natürlich.
Jetzt noch etwas Eis dazu. Und fertig. Zum Schluss dekorieren wir das Ganze noch mit ein paar Gummitierchen. Für den zweiten Cocktail brauchen wir Crushed Eis. Dann nehmen wir etwas Wodka. Eine Schicht Eis. Cranberry Nektar. Eine letzte Schicht Eis. Ein wenig Cola. Ganz vorsichtig eingießen. Fertig.